Hallo meine Lieben, ja herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, zu einem Mischvideo würde ich es jetzt nennen. Und zwar werden wir heute was basteln. Vorher zeige ich euch eine Neuheit, die es jetzt ab Samstag ab 10 Uhr bei Stemconner zu kaufen gibt. Und wer fleißig dran bleibt und bis zum Ende durchfällt, da gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung. So, genau. Oder ihr habt es dem Titel schon entnommen. Und zwar habe ich gezeichnet und durfte einen Gummistempel designen. Freue mich sehr darüber. Ich hoffe, der gefällt euch. Und zwar ist das dieses süße kleine Bärchen mit dem kleinen Schmetterling. Genau, das ist der Stempel. Ich habe mir auch gewünscht, dass der so ein bisschen größer ist, dass man da gut eine Karte mitfüllen kann. Mit dem ist genial. Genau, der ist so rund, ja, fast 7 cm groß. Jetzt kommt hier noch ein Gastspieler mit ins Bild. Also, das ist der Stempel. So sieht der aus. So, die lassen wir einmal vorbei. Und ich möchte jetzt direkt mit euch werkeln damit. Und wie gesagt, wer fleißig dran bleibt, der erfährt gleich noch was Spannendes. So, wir legen los. So, und zwar starte ich mit dem Hintergrund. Ich nehme jetzt diesmal einfach einen normalen weißen Kartenrohling und möchte darauf direkt gestalten. Und dann nehme ich mir von Tracy Hay diesen Stencil. So, einmal den und entschuldigt bitte, die Allergiesaison startet. Und den Stemconner Stencil, Slimline Stencil 3. Da sind ja dann diese Gräser dabei und das Negativ dazu, was ich super gerne mag. Direkt raus. So, und da brauche ich diesen Teil hier, den äußeren. So, ich kombiniere nämlich sehr gerne Stencil miteinander, aber das kennt ihr ja sicher schon von mir. Warum einen, wenn man zwei benutzen kann, ne? So. Klebe ich mir das hier ab, dass mir die Rückseite nicht schmutzig wird. So. Dann lege ich mir zuerst den Tracy Hay Stencil an. Das heißt, praktisch könnt ihr ja schauen, wie ihr die Wolken haben möchtet. Ich mache das jetzt, glaube ich, so herum. Und schau, dass links und rechts jetzt halt der gleiche Abstand ist. Ich würde das ein bisschen höher setzen auf meiner Karte. Achso, jetzt habe ich das so hingeklebt, dass ihr gar nicht alles sehen könnt. So. So, genau. Genau, also das wird dann jetzt hier so ein bisschen höher. Ich gucke, dass da so ein bisschen links und rechts der gleiche Abstand herrscht. So. Hier unten klebe ich mal ganz zu. Ich neige nämlich dazu, da so ein bisschen zu kleckern. So, genau, wenn man hier einmal mit Farbe dran ist. So, dann würde ich jetzt hier oben Tumbled Glass nehmen. Nehme ich am liebsten halt für Himmel. Na, das wird auch nicht besser. So, und wische mir jetzt hier einen Himmel ungefähr so bis hier. So, ich bin jetzt sogar noch ein bisschen weiter runter, denn das tut dem Gras gleich nichts. Andersrum habe ich mir aber auch schon was versaut. Also ich mache jetzt immer erst den Himmel und dann das Gras, sonst verschmiert das. Fürs Gras nehme ich diesen Mode Lawn. So, und nehme jetzt meinen Stencil und schaue, welche Seite mir da jetzt... mein Stencil, da ist er. Ich wollte schon sagen... Das hat jetzt komisch ausgesehen. So, und dann schaue ich mal, wie ich das gerne hätte. Ich möchte das in zwei Lagen machen, damit das so ein bisschen natürlicher aussieht. Klebe ich mir den jetzt so an. So,
und nehme hier mein Grün. So. Schon mal eine Schicht und dann möchte ich noch mal eine zweite. Da schaue ich einfach, wie mir das jetzt gefallen würde. Dass auch ein bisschen in den Lücken da noch mal was ist. Ich glaube so. So. Und jetzt mache ich ein bisschen mehr Farbe drauf, damit man die Schichten voneinander und ja, dass man das sieht. So, jetzt habe ich da noch eine Lücke. Mal so. So, was habe ich hier jetzt für ein Fussel? So, ist weg. Das mache ich gleich alles sauber. So, dann können wir schon alles abnehmen. Wie ihr seht, das geht echt flott. Und ich finde, es macht gut was her. So, und so sieht das Ganze aus. Das kann ich hier auch schon runternehmen. Ganz vorsichtig. So, und fertig wäre schon mal unser unsere Kartenbasis. Das mache ich auch gleich sauber. So, und dafür möchte ich jetzt dieses Bärchen platzieren. Ich habe das schon montiert. Dann nehme ich mir jetzt das Coloring Paper. Ich stempel am liebsten mit Memento, weil ich am liebsten mit Copics und Polychromos koloriere nacheinander. Und das verträgt das Stempelkissen beides, ohne zu verschmieren. Daher ist das meine Lieblingskombination. So, das ist noch ein bisschen dunkler. Und da wäre das Bärchen. Und jetzt koloriere ich den mit Copics und mit Polychromos, wie ihr es gewohnt seid. Thank you.
So, ich habe es jetzt auch weit koloriert und ausgeschnitten, das Bärchen, so gut ich konnte. Und ich würde den gerne, ja, ich bin ja ein Freund von nicht ganz so symmetrisch, könnt ihr jetzt natürlich auch in die Mitte setzen. Ich setze den jetzt, glaube ich, hier hin. Und möchte noch einen Spruch dazu verwenden aus dem neuen Stamp Corner Set. Da bietet sich jetzt natürlich so einiges an. Also man könnte jetzt bei dem Bärchen, könnte jetzt auch eine Osterkarte sein, jetzt so von Frühling, Frühlingskarte, Osterkarte. Das könnte sein, schön, dass du da bist, vielleicht für ein Baby oder du bist so toll, einfach so, denk an dich, da passt so viel drauf. Ich entscheide mich jetzt kurz und dann werde ich das embossen. Ich mag das gern bei so einer Schrift weiß auf schwarz. Das mache ich jetzt mal flott und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt werde ich das Ganze aufkleben und dann werden wir auch schon fertig. Oder hier hin. Die Entscheidungsfindung dauert oft ewig bei mir. Na. So, jetzt sieht das so ein bisschen so aus, als ob du auf diesem weißen Ring sitzt. So. Jetzt gucken wir mal, wo wir das noch hinmachen. Oder ganz hier unten.
So, ihr Lieben, da wäre das fertige Kärtchen mit den Bären. Ich finde, der füllt die Karte ganz gut aus. Und ja, Schmetterling hat jetzt ein bisschen Glitzer bekommen. Also, dieses Kärtchen möchte ich verlosen an einen von euch. Und ja, die liebe Manuela von Stamp Corner hat noch etwas dazugelegt. Das hier ist ja meine. Mit dem haben wir jetzt gerade gewerkelt. Und ja, da war noch einer im Paket. Und zwar dieser hier. Der ist für euch. Der ist nigelnagelneu, wie ihr seht. Ich lege euch da auch ein passendes Stück EZ-Mount, Easy-Mount dazu. Falls ihr den nicht mit Tombow montieren möchtet. Also, den hier verlose ich zusammen mit dem Kärtchen. Da habt ihr schon mal so ein bisschen eine kleine Idee, was ihr damit machen könnt. Und ja, was ihr tun müsst, ihr müsstet ja, mir einen lieben Kommentar schreiben oder überhaupt einen Kommentar schreiben mit dem Hashtag StampCorner. Blende ich euch hier auch ein. Das Ganze lasse ich jetzt nicht so lange laufen, denn es wäre doch ganz süß als kleines ja, Ostergeschenk, in Anführungsstrichen. Daher läuft das Ganze jetzt bis Dienstag, bis zum 12. April 2022 um 20 Uhr. Ja, endet das Gewinnspiel bzw. die Verlosung und dann werde ich auch zeitnah auslosen und hoffe, ihr meldet euch flott, dann kann ich euch das bis Ostern noch zukommen lassen. Und ja, also ihr müsst 18 sein, ihr müsst ja einverstanden sein, dass ich euch einmal hier ja, nenne im Video, also euren Accountnamen, wie ihr jetzt hier auch heißt auf YouTube. Und ja, da mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Und ja, natürlich, damit ihr mir die Adresse sendet, natürlich per privater Nachricht, dass ich euch das auch zuschicken kann. Und ja, Instagram hat damit nichts zu tun, YouTube nicht, nur die liebe Manuela von Stamp Corner und ich mit meiner gebastelten Karte. Und ja, ich freue mich, wenn ihr fleißig mitmacht, freue mich, wenn euch der Stempel gefällt und ihr ja, fleißig shoppen geht. Genau, ich bedanke mich, meine Lieben, und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!